Ernährung bei Wunden, echter Patientenfall. Das ist alles nicht so einfach mit einem Video aufnehmen. Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Es ist so, dass ich die Fragestellung einer echten Patientenfall in der Praxis hatte mit dem Thema Wunden. Das heißt, die Patientin hatte häufigere Wunden und wollte die Ernährung anpassen, damit die Wunden sich besser schließen und eben auch die Wundheilung besser vorangeht. Was kann man machen? Als erstes ist immer wichtig, Öl einzubauen, weil das Öl entzündungshemmend ist und weil die wichtigen Vitamine, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin D drin ist. Das Vitamin E zum Beispiel ist extra für Haut, Haare, Nägel. Und daher ist immer sinnvoll, das Öl mit einzubauen. Wie kann ich das Öl verwenden? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Quarkspeise habe, dann kann ich ja... Gucken wir hier, wo die Quarkspeise ist, können wir ja das Obst nehmen, können Frischkäse, Quark, Joghurt reinnehmen. Die Eiweißquelle sollte immer mehr sein als das Obst obendrauf, weil die Eiweißquelle für den Zellaufbau wichtig ist. Um die Wunde zu schließen, muss ich halt immer einen höheren Anteil an Eiweiß haben und in diesem Falle kann ich dann im Quark, Joghurt, Frischkäse zum Beispiel nutzen. Wenn ich das dann mit ein bisschen Obst mixe, habe ich einen Sättigungseffekt und das Öl zum Beispiel kann ich auch mit rein machen. Da wir ja für die Wundheilung auch Zink, Selen und so brauchen, was wir über Gemüse kommt auch gleich, was wir über Haferflocken und Müsli und Getreideflocken auch kriegen, kann man natürlich auch Getreideflocken mit reinmachen oder umgekehrt Quark, Joghurt, Müsli und ein bisschen Obst mixen. Das Obst liefert uns ja die wichtigen Vitamine, Vitamin C, was wir brauchen für den Zellaufbau. Und an den Stellen ist es so, dass wir eben auch die Eiweißquelle haben, um die Wunde wieder besser schließen zu können. Bei Gemüse gibt es die Möglichkeit Gemüsesaft oder natürlich auch Salate, Tomate, Gurke, Paprika. Da kennt ihr alle auch warmes Gemüse im Warmessen. Der Gemüsesaft hat den Vorteil, dass ein hoher Anteil an Zink und Selen über den Gemüse, über die Gemüse kommt und auch sowas wie die Ballaststoffe als Sättigungseffekt und auch, wartet, jetzt habe ich hier gerade eine Lücke, Zink, Selen, dann haben wir noch das Vitamin C drin, gerade durch die Gemüsesorten auch, die wir eben am Ende für die Zellstrukturen brauchen. Und an den Stellen ist es immer so, dass man das auch gut für die Verdauung nehmen kann, wenn jemand ein bisschen Verdauungsprobleme hat. Aber da ist Tomaten-Gemüsesaft sinnvoll, weil er an der Stelle einfach, ich kriege nichts dafür, Leute, keine Werbung, aber es funktioniert gut. Ja, den kann ich auch warm machen, ein bisschen Creme, Fresh oder Sahne rein. Wenn ich das als Suppe warm mache, geht halt auch. Und das Milchsauer vergoren sind die Milchsäurebakterien. Die helfen dann, die nicht so guten Bakterien im Magen-Darm-Trakt auch nochmal wieder wegzuschieben. Also von daher hat Gemüse-Tomatensaft auch eine sehr gute Eigenschaft. So, ihr Lieben, also Wunde, Eiweißquelle, nein, Wunde. Für die Wunde brauchen wir Öl, brauchen wir Eiweißquelle. Jetzt habe ich heute einen Blödsinn, hier ist wahrscheinlich zu spät für die Aufnahme. Wir brauchen das Vitamin C aus dem Gemüse und aus dem Obst. Wer will, kann auch Gemüsesaft nutzen. Natürlich könnt ihr Salate oder auch gegartes Gemüse nehmen, um dem Körper die wichtigen Eiweißquellen zu liefern. Quark, Joghurt, Frischkäse oder natürlich, wenn ich die warme Mahlzeit habe, für die, die mich schon kennen, kennen ja den Teller, dann habe ich natürlich den Gemüseanteil, ja, dann habe ich einen Fleischanteil, weil ich den als Zellaufbau brauche und ein bisschen Kohlenhydrate, weil wir auch ein bisschen Stärke brauchen, die langsam den Blutzucker anhebt und eben am Ende auch beim Zellaufbau hilft. Das heißt, und natürlich auch die Zelle mit Energie versorgt. Das heißt, Essen einbauen ist da schon ganz sinnvoll. Ja? So, ihr Lieben, ich hoffe, es ist runtergefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen mit Wunden habt. Und ich danke erstmal fürs Zuhören, ihr Lieben. Schönen Tag noch.